willkommen bei den Sibuchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Heute dreht sich alles um ein Kaminputzroutinen-Video. Wir machen ein Battle mit Anton. Die herkömmliche Art und Weise, den Kamin zu putzen mit Zeitungspapier und dann mit extra Putzmitteln, die ich dafür verwende. Genau, mal gucken, welche Seite gewinnen wird oder was sich besser eignen wird. Ansonsten erklären wir euch kurz, ja, wie wir sonst vorgehen beim Kamin sauber machen. Viel Spaß bei dem Video. So, als allererstes haben wir hier das Ganze ausgelegt mit Zeitungspapier, so dass es nichts daneben geht. Hier müssen wir noch ein bisschen beischieben. Verwenden dafür einen Aschesauger extra, weil die Asche bleibt ja ziemlich lange noch heiß. Also soll bis zu 24 Stunden heiß bleiben. Und wenn man mit normalen Staubsauger saugt, trägt er auf jeden Fall und kann ja auch kaputt gehen wegen der Glut, ne? Und hier, der ist extra dafür geeignet. Verlinken wir euch auf jeden Fall in der Infobox. Würde ich jedem empfehlen. Ist nicht super teuer. So, auf dieser Seite starte ich. Darf nur so eine Papierrolle benutzen oder Zeitungspapier und sonst nichts. Ja doch, die Asche an sich selber, die eignet sich ja auch ganz gut zum Reinigen. Also werde ich die Tücher quasi anfeuchten und dann in die Asche tunken. Und damit Julia startet auf dieser Seite. Hat hier so ein Hilfsmittel von Jameco und zwei Tücher. Mit dem ersten wird ihr das reinigen und mit dem zweiten nachwischen. Ja, gucken wir, wer gewinnt. Erstes gucken wir auch mal, wie dreckig der Kamin ist. Es ist ungefähr so nach 2 Wochen Benutzung von einem trockenen Holz sogar. Trotzdem kommt sowas heraus. Ganz kurz nochmal zu dem Absaugen. Also wir saugen hier die Ränder ab, wie ihr seht, da ist ziemlich voll noch. Und saugen ein wenig von dieser Asche ein bisschen runter und generell lassen wir die Asche da. Das hat uns der Kaminbauer so empfohlen, dass man die Asche da lässt und immer da drauf legt. Also nicht komplett wegsaugen, nur für den Sommer. So, ganz kurz noch zu den Voraussetzungen. Also wir haben ziemlich ähnliche Scheiben. Die Verdreckung ist im Prinzip eher gleich. Also ich habe ja hier die Tücher und das Putzmittel von Jameco. Das ist eine Marke, die man über so Vertriebler kaufen kann, sowas ähnliches wie Tupperware, nur für Putzmittel. Ich denke mal, das kennen die meisten Hausfrauen. Ich sprühe das einfach nur ein, wische es danach aus quasi und dann mit dem Nassen wische ich es nochmal sauber. Die Tücher dürfen auf jeden Fall nicht in die Waschmaschine, immer nur unter klarem Wasser ausspülen und dann beim nächsten Mal wieder verwenden. Klar. Musst nur einwirken lassen ein bisschen, ne? Ja. Los geht's! Los geht's! Also Fazit, ich habe auf jeden Fall auch schon mal mit dem Reiniger sauber gemacht. Es ist viel weniger Schrubben. Also hier bei der Scheibe zum Beispiel ist es ja ein Vorteil, nicht viel schrubben zu müssen. Also hier ist es schwierig dran zu kommen. Ist der Reiniger ganz gut, aber wie ihr seht, mit normaler Methode, genau. Also einfach Zeitungspapier oder hier so ein Allzwecktuch, was ich gerne mal verwende, weil ich halt damit auch noch nachwischen kann. Ja. Zeitungspapier wird ja ein bisschen nass, ist aber deutlich umweltfreundlicher, weil das ist ja jeder. Genau, also das ist die umweltfreundliche Variante und genauso gut, wie ich finde. Es ist halt, ja, wie der Anton schon sagt, nur ein bisschen aufwendiger. Hier die Variante ist natürlich etwas einfacher und ja, auch schneller. Also jetzt natürlich habe ich ein bisschen langsamer gebraucht, weil ich
auch versucht habe, nicht so viel zu verschwenden. Wenn man natürlich jetzt komplett die Scheibe vollsprühen würde, dann würde es auch nochmal schneller abgehen. Ich habe jetzt halt versucht, so mit so wenig Material auch auszukommen. Mal spült man das halt richtig gut ein, badet ein bisschen und schmiert das ab. Das funktioniert richtig gut mit dem Zeug. Und wie gesagt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und etwas Muskelkraft, genau, dann geht's auch. Dann also, geht's auch hier. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir putzen jetzt gerade noch die eine Scheibe zu Ende und zeigen euch dann das Endergebnis. Ansonsten würde ich mal sagen, ihr könnt gerne mal abstimmen, ob ihr noch mehr Battles sehen wollt. Ich habe zu Anfang gesagt, wir können ja auch gucken, wer schneller den Boden wischt oder die Toilette. Der meint, ja, ja. Also, wir haben jetzt das zum ersten Mal gemacht, dass wir hier zu zweit rangegangen sind. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja, aber eins verstehe ich nicht. Warum muss es dann um Putzen gehen? Warum kann man nicht draußen irgendwas machen, der schneller was macht? Ja, können wir auch im Sommer. Kein Problem, noch habe ich nicht so viel Kraft wie du. So, bis dann. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Jetzt ist es wieder blitzeblank. Das beste Mittel, wie wir finden, ist trotzdem noch immer die Asche, auch mit dem Reinigungsmittel, wenn es auch gut weggeht, aber trotzdem einige Stellen hartnäckige, kann man am allerbesten dann einfach mit der Asche, ja, reintunken mit ein bisschen Papier und nachwischen.